Was kann man jetzt tun, wenn es um erektile Dysfunktion geht? Das heißt, wenn du unter erektiler Dysfunktion, unter Erektionsstörung leidest. In diesem Video möchte ich dir einen kurzen Tipp vermitteln oder den einfachsten ersten Tipp vermitteln. Und der ist natürlich besonders geeignet, wenn du eine Partnerin hast, wenn du vielleicht oder einen Partner hast, mit dem du erst seit kurzem zusammen bist. Ja, und viele Männer kommen ja zu mir, weil sie auch sagen, na, ich habe jetzt seit kurzem eine neue Partnerin, einen neuen Partner und ich merke irgendwie, jetzt hat es 4, 5 Mal nicht geklappt und ich merke, jetzt geht es aufs 6. Mal Sex zu und wir treffen uns am Wochenende und jetzt steigt in mir schon der Druck. Und wenn der Druck steigt, kannst du es natürlich gleich schon vergessen. Ja? Weil dann haben wir schon gleich damit zu tun, dass du all die physiologischen Prozesse in dir auch wecken wirst, die dazu führen, dass du ohnehin die Erektion verlieren wirst oder gar keine erst aufbauen kannst. So, was kann man also machen? Einfacher Tipp, sprich drüber. Wir hatten in einem anderen Video, erläutere ich ja auch, was eins der Grundfaktoren oder was auch ein zentraler Faktor ist bei der erektilen Dysfunktion, bei Erektionsstörungen. Und ich habe das als Performance-Druck bezeichnet. Ja, und die einfachste Möglichkeit ist, dass du mit deiner Partnerin, deinem Partner darüber sprichst, dass du diesen Druck innerlich hast. Warum? Weil wenn du drüber sprichst, wird er sich entlasten können. Dann wirst du auch wenn der Ruf ruiniert ist, dann lebt es sich ganz ungeniert, gibt es ja dieses Sprichwort. Und das ist da natürlich umso wirksamer. Wenn ich beispielsweise schon von Anfang an sage, pass auf, ich glaube, das wird nichts mit uns, also sexuell, weil ich merke, dass ich so einen Druck habe, dass bei mir gar nichts passiert, dass ich überhaupt noch nicht mal meinen Körper spüre, dann weiß dein Partner, deine Partnerin natürlich auch, dass jetzt nichts Besonderes zu erwarten ist in Richtung Penetration oder was auch immer. Ja, und dann kann es zum Beispiel sein, dass das gesamte andere Spektrum für dich plötzlich möglich ist. Also ich habe mit Männern teilweise zu tun, die sagen, Mensch, ich muss dir eins sagen, liebe Partnerin, ja, wir haben jetzt 3-mal Sex gehabt oder es versucht und ich bin jetzt 3-mal, habe ich meine Erektion verloren oder ich habe erst gar keine bekommen oder sowas. Und ich merke jetzt, wenn wir uns jetzt treffen, dass echt der Druck innerlich steigt und ich möchte dir gern sagen, dass ich am liebsten schon von Anfang an dir vermitteln, dass wir Penetration ausschließen. Und dann kann es sein, dass die Partnerin nachfragt oder der Partner und du das nochmal genauer vermitteln kannst. Aber dieses Aussprechen wird dir ermöglichen, dieses Zeugs aus dem Kopf zu haben, diesen ganzen Druck aus dem Kopf zu haben, der vielleicht damit zu tun hat, dass du dir denkst, ich muss meiner Partnerin, meinem Partner da mindestens 5 Orgasmen besorgen. Ja, wenn ich das nicht mache, bin ich ein schlechter Liebhaber oder. Ja, schaff dir den Raum zu vermitteln, was deine Angstzonen sind und guck, dass ihr das auch erstmal aus der sexuellen Begegnung raushaltet. Übrigens kann es dann sein, dass du gerade dann eine Erektion bekommst. Aber das will ich jetzt mal in Klammern setzen, weil mir geht es natürlich jetzt nicht darum zu sagen, mach irgendeinen Trick, damit es dann doch funktioniert, weil dann wird sich der Performance-Druck natürlich wieder einschleichen, weil du dann sagst, ja, jetzt habe ich den Trick, damit ich mich selber überliste oder sowas. Nein, es geht darum, wirklich ganz genau deine Bedürfnisse auch an der Stelle in den Fokus zu nehmen, deine Bedürfnisse tatsächlich auch zu äußern und auch zu deinen Ängsten zu stehen. Ja, und wenn du das tust, werden deine Ängste sich verändern. Das heißt, für dieses Gespräch, und ich habe mit vielen Männern zu tun, ich weiß noch, einer sagte zu mir, das kann ich doch nicht sagen. Ja, der hatte lieber sich irgendwelche Tabletten eingeworfen, der hatte lieber den Sex auch gemieden, hat auch irgendwie sich teilweise Sachen einfallen lassen, dass er gesagt hat, ich muss am nächsten Morgen ganz früh arbeiten, ich kann nicht bei dir schlafen, ja, um dem möglichen Versagen aus dem Weg zu gehen. Als dass er jetzt sich hingesetzt hätte mit seiner Partnerin, seinem Partner und gesagt hätte, Mensch, ich muss dir mal sagen, ich habe so eine Angst, dass ich gerne erstmal die Penetration ausklammern würde. Ich merke, da passiert nichts, ich bin nur noch mit meinem Schwanz fokussiert, ich gucke nur noch auf meinen Schwanz und überlege mir, oh Gott, wird das Ding jetzt diesmal funktionieren, wird er stehen, wird er nicht stehen? Und das macht mir schon jetzt so einen Stress, dass ich weiß, es wird nicht funktionieren. Deswegen möchte ich dir von Anfang an sagen, ja, dass ich es gerne in dieser Begegnung ausklammern würde. Und es gibt ja verschiedene andere Spiele, das wäre eine fortgeschrittene Variante dann. Du könntest ja dann auch stattdessen etwas anderes vorschlagen. Du könntest zum Beispiel vorschlagen, Mensch, ich würde gern, dass wir uns mit Öl einreiben und uns massieren gegenseitig.
Ich möchte gerne, dass wir uns streicheln. Ich möchte gerne, dass wir kuscheln, uns ganz langsam oder auch meinetwegen in einer ganz bestimmten Position nebeneinander legen, uns in die Augen gucken, ja, die Köpfe auf die Kissen legen und uns dabei in die Augen gucken, was auch immer. Also das heißt, oder auch je nachdem, was dir weniger Stress bereitet, in einem anderen Video habe ich ja auch empfohlen, dir mal deine neuralgischen Punkte auch genauer anzusehen und zu gucken, wo entsteht eigentlich in dir dieser Stress. Ja, jetzt könntest du zum Beispiel auch Methoden, Möglichkeiten, Spiele entwickeln, die dir Spaß machen, die eben nicht so stressbelastet sind für dich. Also meinetwegen, Massage, könntet euch unterhalten, erotische Gespräche austauschen, Hörbücher hören und. Oder Oralverkehr auch, wenn dir das weniger Stress bereitet. Für viele Männer ist das ja der zentrale Punkt, dass sie denken, irgendwie, ich muss jetzt, wenn ich eindringe, muss das Ding stehen und dann muss ich irgendwie mindestens so und so viel Stöße, damit sie dann halt auch oder er dann fünfmal kommt oder was auch immer. Ja? Wenn das der Stresspunkt ist für dich, guck doch, dass du Dinge vorschlägst für das nächste Treffen, und zwar ganz bewusst auch kommuniziert, die dir weniger Stress verursachen, die dir vielleicht auch eine langsamere Annäherung ermöglichen, ja, die dir vielleicht auch ein wohligeres Gefühl vermitteln, also dass du eben nicht irgendwie diese Stresszone betreten musst unbedingt. Übrigens heißt das nicht, dass das immer so sein muss. Das ist für viele so die Angst. Um Gottes Willen, ja, das setzt ja dann so den Maßstab noch höher, weil dann beim nächsten Mal muss es dann ja funktionieren. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt drei Wochenenden sage, pass auf, ich habe Angst vor Penetration, dann muss beim vierten Wochenende ja das Riesenfeuerwerk starten. Nein, vermittel es so, dass du gerne mit Partnerinnen und Partner gemeinsam auf die Forschungsreise gehen möchtest. Ja? Und gucke auch, dass du genau diese Angstzone immer wieder mit einbeziehst, dass du aussagst, Mensch, ich merke gerade, dass, wenn ich dir das sage, liebe Partnerin, ja, dass ich gerade an diesem Wochenende auf Penetration verzichten möchte, weil mir das so viel Stress bereitet und ich jetzt schon Angst habe, dass es nicht funktioniert und ich mich danach bezichtige, verachte oder zurückziehe von dir. Ja, behalte das im Blick und kommuniziere es weiter, dass du dann beim nächsten Wochenende sagst, Mensch, ich merke, ich bin immer noch so angespannt, das möchte ich dir nur sagen. Ja, und das ist natürlich auch immer entscheidend, was deine Partnerin, dein Partner antwortet. Ich habe häufig mit den Ängsten von Männern zu tun, die dann auch sagen, naja, aber so sind doch Frauen zum Beispiel nicht. Also, wenn ich das einer Frau sage, dann merkt die doch, ich bin kein echter Mann und dann rennt die vielleicht irgendwann weg und wenn dann der erste echte Mann da ist, dann werde ich hier quasi aussortiert. Ein echter Mann, der hat doch irgendwie richtig Stehvermögen oder sonst was. Ja? Wenn das der Fall sein sollte, ja, und deine Partnerin wirklich wegrennt danach, ist ja nicht ausgeschlossen. Es gibt sicherlich Menschen, die dann sagen, nee, ich will volle Leistung. Wenn mein Partner jetzt sagt, um Gottes Willen, der fährt nur auf 50% der Leistung, dann renne ich weg, weil ich will den leistungsstärksten Partner, der richtig Performance bringt. Mag es geben, aber frag dich, ob du mit so einem Partner wirklich zusammen sein möchtest und eine Beziehung führen möchtest. Und ob der Partner, die Partnerin gut ist für dich, wenn du Erektionsprobleme überwinden möchtest. Ich bezweifle das und würde dir empfehlen, an der Stelle dann tatsächlich zu sagen, okay, dann bin ich lieber wahrhaftig, stehe zu mir, wenn meine Partnerin dann wegrennt, ja, dann weiß ich zumindest, woran ich bin. Meine Erfahrung ist, dass Partner und Partnerinnen, wenn die Ebene stimmt zwischen euch, in der Regel mit Verständnis euch begegnen werden, weil sie nämlich natürlich an Beziehungen interessiert sind. Ja, und naja, wenn es halt irgendwie so eine Fick-Affäre ist, dann mag das vielleicht was anderes sein. Aber wenn es um eine Beziehung geht, die sich quasi gerade andeutet, die sich gerade anbahnt, die gerade am Entstehen ist, ja, dann wird sicherlich Verständnis da sein. Und falls kein Verständnis da ist, dann frag doch genauer nach. Geh in die Offensive an der Stelle und frag, wie kommt das jetzt bei dir an, wenn ich das erzähle, dass ich jetzt noch keine Penetration möchte. Ja, und dann kann es sein, dass der Partner, die Partnerin sagt, um Gottes Willen, ich hatte schon mal eine Partnerin, einen Partner und bei dem war das dann irgendwie ein Jahr so, dass der keine Erektion bekommen hat. Und dann seid ihr im Spiel, dann könnt ihr darüber sprechen, über eure beiderseitigen Ängste und Befürchtungen. Und wenn ihr darüber sprecht,
werdet ihr darüber halt auch eine andere Form und eine tiefere Ebene der Beziehung entwickeln. Und aus dieser tieferen Beziehungsform kann natürlich auch erst das Vertrauen entstehen, auch diese sexuellen Themen zu überwinden und auch anzugehen. Wenn dich dieses Video interessiert hat oder du an diesem Thema, diesen Themen interessiert bist, abonniere doch diesen Kanal oder schau dir auch die anderen Videos auf diesem Kanal zu Themen zu sexuellen Störungen oder auch partnerschaftlichen Beziehungsthemen an.